Brüder und Schwestern in Christus, wenn man genau hinhört, sollte in einem ein Staunen aufsteigen. Erstens, das habe ich am Anfang vergessen zu sagen, die Fastenzeit ist heute vorbei. Heute ist ein Tag, an dem die Kirche zu feiern beginnt, und zwar richtig. Aber warum? Der Grund dafür ist verborgen, ein bisschen, da muss man ein bisschen graben. Das Evangelium, das wir gehört haben, ist ein schönes Evangelium, aber es fehlt eigentlich etwas. Das Wichtigste könnte man meinen, das Wesentliche. Na, was feiert man am Gründonnerstag? Die Einsetzung der zwei Sakramente, Eucharistie und Priestertum. An und für sich. Große Geschenke, die Jesus seine Kirche bereitet hat. Und wenn man das Evangelium liest oder hört, den Bericht vom Johannes, ist davon Eucharistie kein einziges Wort. Ihr habt gehört in der zweiten Lesung einen kurzen Bericht über die Einsetzungsworte, die man in der Messe auch verwendet, aber im Evangelium gibt es keine Spur davon. Warum? Das ist eine sehr gute Frage. Am einfachsten ist es, hinzuschauen, was Jesus eigentlich hier tut. Also er tut so einiges. Wir hören zuerst als einführende Worte, dass da unter den Jüngern Jesu einen gibt, der anders ist, in den der Teufel gefahren ist, ein Judas. Den gibt's da, der war dabei. Und Jesus wusste ganz genau, wer das ist, das berichtet auch Johannes. Also er besaß dieses Wissen, dass da einer ist, der ihn schon im Herzen verraten hat, der ihn ausliefern wird. Und was Jesus macht, ist für die Jünger etwas Unerträgliches. Also die Jünger wissen vom Judas nichts. Aber wir wissen es und es müsste noch unerträglicher sein für jeden von uns. Jesus macht das, was er uns als Gebot gegeben hat, was wir tun sollen. Er gürtet sich mit einem Leinentuch und wäscht den Jüngern die Füße. Nichts Außergewöhnliches könnte man meinen, aber wer ein bisschen genauer die Bibel liest, weiß, das war Sklavenarbeit, keinesfalls eine Arbeit für einen Rabbi, für einen Meister. Und dass der Meister seinen Jüngern die Füße wäscht, das geht einfach nicht. Und Jesus macht es mit vollem Bewusstsein und mit voller Absicht. Zuerst mit dieser Absicht, diesem Verräter die Füße auch zu waschen. Darin sehe ich etwas Geniales in Gott. Obwohl er weiß, dass Judas ihn schon im Herzen verraten hat, obwohl er weiß, dass er ihn in wenigen Stunden ausliefern wird, trotzdem versucht Jesus das noch ein einziges Mal, das letzte Mal, ihn zu retten. Obwohl er eigentlich es besser wissen müsste, hoffnungslos. Er bückt sich nieder und versucht durch diese Geste sein Herz zu bewegen. Wir wissen aus dem Verlauf der Geschichte, dass das nicht wirklich etwas gebracht hat. Und ich bin davon überzeugt, Jesus wusste auch, das wird nicht wirklich was bringen. Aber er versucht es trotzdem. Das ist das Erste, was Gott uns sagen möchte. Auch wenn es keine Hoffnung mehr gibt, für mich, für dich, in irgendeiner Situation, für irgendjemanden, Gott glaubt an jeden von uns, obwohl er es eigentlich besser weiß.
Er macht keine Kompromisse. Er begnügt sich mit der Überzeugung nicht, dass der eine sitzt, der ihn verraten hat, ausliefern wird. Nein, nein, er versucht es trotzdem. Trotz aller Hoffnung versucht er es noch einmal. So ist Gott. Und das sollten seine Jünger auch an diesem Abend erfahren, dass Gott so einer ist, der die Hoffnung nie aufgibt, der keinen Menschen aufgeben wird. Aber Judas ist nicht der Wichtigste. Jesus wäscht dann die Füße allen Jüngern, die dabei waren. Also Johannes berichtet nicht genau, wie viele es waren. Aus der Tradition sagen wir, es waren die 12 Apostel. Und Petrus weigert sich. Er will nicht. Er sagt niemals, das ist nicht dein Job. Du bist mein Meister. Wenn überhaupt, und das würde ich auch nicht machen, müsste ich dir die Füße waschen. So denkt Petrus. Denn Petrus ist auch nicht in den Sinn gekommen, Jesus die Füße zu waschen. Damit es klar ist, keiner der Jünger hat daran gedacht. Nur Jesus dreht das Ganze um. Und ihr sagt sogar, Petrus, wenn ich das an dir nicht mache, wenn ich deine Füße nicht gewaschen habe, dann hast du keinen Anteil an dem, was ich habe, an meinem Reich, an mir selbst. So beugt sich Petrus, aber er hat keine Ahnung, was da geschieht. Noch nicht, das wird bei Petrus noch lange dauern. Bis zum Ende des Johannesevangeliums weiß er nicht, worum es hier geht. Diese Fußwaschung, die Jesus vornimmt, ist etwas so Wesentliches für die Kirche, dass wir es eigentlich vergessen haben, was das ist. Es ist so wesentlich, dass wir es nur einmal im Jahr machen. Weil Dinge, die man wiederholt, die werden irgendwie mit der Zeit lasch. Jesus erklärt seinen Jüngern nicht, was die Eucharistie ist und was sie dann als Priester zu tun haben. Das wissen sie oder ahnen oder werden es lernen. Das muss er sie nicht mehr lehren. Er will ihnen etwas anderes zeigen. Erstens, was Eucharistie eigentlich ist und zweitens, was das Priestertum bedeutet. Nun zur Eucharistie. Eucharistie ist das, ich würde es von mir aus behaupten, wichtigste und größte Sakrament, das die Kirche bekommen hat. Ein Sakrament der Einheit, wie die Liturgie uns sagt, ein Sakrament der Verwandlung. Nicht nur der Gaben, die zu diesem Tisch gebracht werden, sondern auch der Gemeinde, die an diesem Gottesdienst teilnimmt. Das ist die Bitte, die große Bitte, die die Kirche in jeder Eucharistie äußert, dass wenn wir zu uns Fleisch und das Blut Christi nehmen, dass es auf unser Leben Auswirkungen hat, dass es uns nicht kalt lässt, sondern unser Leben verändert, verwandelt. Und die Eucharistie ist nicht zuletzt ein Instrument der Wandlung für die ganze Welt. Aber dazu später. Wenn es um das Priestertum geht, denken wir sehr oft an das sakramentale Priestertum. Ohne das kann die Kirche nicht funktionieren, damit es klar ist. Davon sind wir seit 2000 Jahren überzeugt und daran wird sich auch höchstwahrscheinlich nichts ändern, also nicht in der katholischen Kirche. Aber Jesus bezieht sich hier in diesem Moment nicht auf das sakramentale Priestertum. Nicht nur. Das ist eine Katechese für jeden von uns. Es geht vor allem um ihn. Er ist der einzige wahre Priester. Alles andere, höchstens billige Kopien.
Jesus ist der Einzige, auf den wir schauen sollen, und er allein reicht aus für alles. Und wenn wir auf ihn schauen, sollen wir lernen, was wir als Getaufte, als seine Jüngerinnen und Jüngern zu tun haben. Weil jeder von uns ist in sein Priestertum durch die Taufe hineingenommen. Jeder von uns. Keiner ist ausgeschlossen. Die Priester, also die das sakramentale Priestertum innehaben, die haben noch zusätzliche Aufgaben dazu. Aber jeder muss das tun, wozu Jesus in diesem Moment seine Jünger verpflichtet. Und was macht er? Er wäscht die Füße seinen Jüngern. Und das ist das, woran mich immer wieder Papst Franziskus erinnert. Wenn er so komische Sachen manchmal macht, die, ja, also manchmal Unbehagen in einem hartgesottenen Katholiken erwecken können, weil, ja, der benimmt sich manchmal ein bisschen ungewöhnlich. Wenn er dann irgendwo nach Lampedusa plötzlich abzischt, um einfach Anteil zu nehmen an der Trauer der Menschen, die da sind, um aufzuzeigen die Ungerechtigkeit, die da ist. Wenn er seine Stimme erhebt für die, die keine Stimme haben. Ich glaube, das ist einer der vielen Bischöfe, die verstanden haben, was das Bischofsamt bedeutet. Und das ist ganz einfach. Der Bischof, und der Papst ist auch ein Bischof, nicht mehr und nicht weniger. Der Bischof soll der Erste im Glauben in der Diözese sein und Papst für die ganze Welt. Das ist seine Diözese. Also er soll mit seinem Beispiel uns zeigen, wie wir glauben sollen. Und Jesus zeigt es seinen Jüngern, so wie es Papst Franziskus auf seine Art und Weise heute zu zeigen versucht. Nur wenn wir als Kirche, nur wenn du als getaufter Christ, getaufte Christin, das tust, was Jesus getan hat, nur dann bist du sein Jünger, seine Jüngerin. Und das bedeutet, jeder von uns muss, es gibt keinen Weg daran vorbei, jeder von uns muss die Füße des anderen waschen. Es geht nicht um ein billiges Zeichen. Das hat einen tiefen Sinn für das Leben. Weil nur wenn du dir nicht zu schade sein wirst, dich mit dem Dreck des anderen zu beschäftigen, nur dann kannst du in dieser Welt etwas ändern. Und das will Gott für uns. Die Kirche ist das Sakrament der Verwandlung dieser Welt. Dazu sind wir da. Dazu sind wir getauft. Nicht nur, um heilig zu sein und in den Paradies zu gelangen, in das Paradies zu kommen. Nicht nur dafür, sondern dass wir diese Welt heiligen. Und ich lade euch heute dazu wirklich eindringlich ein, zu überlegen, vor welchem Dreck meines Nächsten ich Abscheu empfinde, wo ich von mir aus seinen Bogen um den anderen mache. Manchmal sind das ganz einfache Sachen, manche Leute stinken. Also ich habe so einen gehabt im Postulat, also das ist das erste Jahr im Orden, der hat sich nicht gewaschen. Und ihr könnt euch vorstellen, nach 2-3 Wochen, wenn man auch noch körperlich arbeitet, wie es so ist. Und man wollte mit ihm nicht in einem Zimmer wohnen. Man wollte nicht einmal in die Kapelle gehen. Aber niemand hat was gemacht. Bis endlich der Magister die Geduld, also der Vorgesetzte Geduld verloren hat und ihm gesagt hat, wasche dich oder du fliegst raus. Und dann hat er sich jeden Tag 2-3 Mal gewaschen. Hat gewirkt. So wenig hätte er ausgereicht. Und meistens, um das Leid des anderen zu lindern, braucht es genauso viel. Nur wir tun nichts. Oder ich will euch nichts unterstellen. Ich tue nichts. Ich tue nichts, wenn ich
einen Bruder, eine Schwester sehe, die in Not sind, obwohl ich es besser wissen müsste. Also ich beschäftige mich mit dem Evangelium schon ziemlich lange. Und das ist für mich eine harte Schule. Das tut weh, wenn ich sehe, dass ich einfach immer einen Bogen um die Probleme der anderen mache. Weil ich mir zu schade bin, weil mir meine Zeit zu schade ist, weil sonst irgendeine Ausrede da ist. Im Erfinden von Ausreden bin ich gut. Ich vermute, du auch nicht schlecht. Und Jesus weist uns heute in die Schranken mit diesem Evangelium, mit dieser Katechese über die Eucharistie und unser aller Priestertum. Den Priestern hat der Bischof bei der Chrisammesse die Leviten gelesen. Keine Angst. Also den Sakramentalgeweihten. Da gibt's schon. Aber er weist uns in die Schranken und sagt, so nicht. Wenn du so lebst, als ob es den Dreck des anderen nicht geben würde, oder deinen eigenen, manchmal muss man sich selber die Füße waschen lassen von anderen, ist auch nicht so einfach. Wenn dich das kalt lässt und du nichts unternimmst, dann ist es genau das, was er Petrus sagt. Du wirst an mir keinen Anteil haben. Mach dir nichts vor. Dann ist all dein Beten, auch wenn du 24 Stunden am Tag Anbetung halten solltest vor dem Allerheiligsten, das nützt nichts. Also dir vielleicht schon. Du wirst heilig oder frommer oder ruhiger oder was weiß ich. Ist nicht zu unterschätzen. Das sind auch wichtige Dinge. Aber der Welt nützt es nichts. Und ich plädiere hier nicht für irgendeinen Aktivismus, dass wir als Kirche jetzt alle Sozialprobleme dieser Welt lösen. Es geht nicht darum. Es geht um den Grund, warum Jesus überhaupt die Kirche gestiftet hat. Damit wir uns selber heiligen und die Welt. Und sehr oft ist es leider so, dass wir als Kirche, dass wir uns selber heiligen und dann Punkt setzen. Da gibt es kein Und. Es gibt einige wenige Engagierte. Auch unter euch gibt es viele, die sich da draußen engagieren. Aber versucht heute Jesus zu betrachten, wie er seinen Jüngern die Füße wäscht, wie er uns in die Pflicht nimmt, auch das mit der ganzen Welt zu machen und zu schauen, wo ich selber da gefragt bin, wo ich angesprochen bin, wo ich etwas in Bewegung setzen kann. Dann wirst du vielleicht wie Petrus sein, der auch nach der Auferstehung Jesu nicht wirklich alles versteht oder eigentlich ganz wenig, wenn man genau die Evangelien liest. Aber eines Tages wirst du auch wie Petrus sein, der vorübergeht, sein Schatten auf einen Menschen fällt, der wird gesund. So kannst du sein. Aber dazu braucht es diese Entscheidung, zu der Jesus heute einlädt. Und das musst du selber antworten, das werde ich nicht für dich machen. Das ist eine harte Nuss, das ist keine leichte Kost, die uns die Kirche heute auftischt, aber das ist wesentlich. Weil nur so werden wir dem gerecht, was unser Auftrag in dieser Welt ist. Nur so, nicht irgendwie anders.